Jo, hallo, hier ist Python. Danke, dass ihr wieder dabei seid. Jetzt gibt es einen kleinen Rückblick auf das 2012 Spring Friendly Tournament. Und zwar wurden heute die Ergebnisse bekannt gegeben. Ja, und dann schauen wir uns das Ganze doch mal an, hier auf der PGL-Seite. Ranglisten ansehen. So, da sehen wir auch gleich die Top 10. Hier zu den ersten drei Spielern kann ich wenig sagen. Die sagen mir alle nix. Kommen auch die ersten beiden aus den USA. Der dritte ist ein Mexikaner, aber bei Platz 4 ist ein Deutscher und dabei handelt es sich um Massi und den kennt man etwas besser in der professionellen Pokémon-Szene. Der hat auch was mit der bayerischen Pokémon-Elite zu tun, ist da irgendwie befreundet. Und jedenfalls öfters bei Turnieren vertreten. Ich weiß nicht, ob er schon ein paar Titel holen konnte. Weiß ich jetzt nicht so genau. Auf jeden Fall ist das ein bekannterer Spieler. Steht also auf jeden Fall verdient an der Stelle, denke ich. Ob hier bei den ersten dreien Disconnector dabei ist, weiß ich jetzt nicht. Mag ich auch eher zu bezweifeln. Ja, auf jeden Fall Massi an vierter Stelle ist schon mal, denke ich, eine verdiente Wertung. So, dann schauen wir mal weiter. Lux, mein Clan-Kollege, der konnte ja 1900 Punkte erreichen und müsste damit gleich hier eigentlich auftauchen. Ja, eigentlich. Hier ist 1900. Und Misaki hat auch 1900 und das ist die Siegerin von der Videogame Championship 2011, also letztes Jahr ist sie dort in der Meisterklasse Erster geworden. Und Lux hat genauso viele Punkte erreicht, steht hier aber nicht drin, da der nächste hat einen Punkt weniger. Hier zwischen müsste er irgendwo stehen. Ich weiß nicht, warum das bei ihm so der Fall ist. Er hat auch immer ziemlich viele Disconnects. Selber disconnecten tut er allerdings nie. Deswegen ist das schon komisch, dass er hier nicht drin steht. Aber da kann man nichts machen. Wie gesagt, Misaki, die Gewinnerin von der deutschen Meisterschaft letztes Jahr, steht also vollkommen verdient an so einer hohen Platzierung. Kann man, denke ich, so stehen lassen. Und dann schauen wir mal weiter. Ich hatte ja einmal 1834 Punkte. Und da zeige ich euch jetzt mal, wo ich eigentlich hätte stehen müssen. Hier sind 1838 Punkte, 37 und danach kommt die 33. Das heißt, hier zwischen hätte ich stehen müssen auf Platz 47, wenn ich denn mit der 1834er Wertung ausgetreten wäre. Bin ich also nicht. Also habe ich Pech gehabt. Sonst hätte ich hier zwischen gestanden. Mouncy, davon habe ich eben noch einen Kampf in YouTube gesehen, ist auch ein guter Spieler. So. Ja, mehr habe ich jetzt eigentlich nicht zu verkünden. Meine Clan-Kollegen kann ich irgendwie alle nicht finden. Keine Ahnung, was da passiert ist. Und die anderen Spieler hier sagen mir alle nichts. Ich konnte nur zu den paar ein bisschen was sagen. Meine Platzierung ist, da ich ja dann etwas gesunken bin, nicht ganz so gut. Hier stehe ich auf Rang 167 mit einer mickrigen Bewertung von 1727. Wie gesagt, wäre ich bloß mal mit den 1834 Punkten ausgestiegen, dann wäre ich in der Top 100 gewesen. Habe ich aber nicht gemacht. Ist also Pech. Und was ziemlich erstaunlich war, dass dieses Mal nur 3000 Teilnehmer dabei waren. Das ist schon ziemlich mickrig. Die letzten beiden Turniere hatten alle so um die 10.000 Teilnehmer. Keine Ahnung, was da los ist. Wahrscheinlich fehlen auch die japanischen Spieler natürlich. Die durften dieses Mal nicht teilnehmen, weil sie irgendein anderes Turnier haben, was dann für die VGC bei denen im Land die Qualifikation ist. Deswegen sind die nicht da, aber dass es dann so viel weniger sind, hätte ich nicht gedacht. Ja, ich gehe mit gemischten Gefühlen aus diesem Turnier. Die ganzen Disconnector regen einfach nur auf. Ich weiß nicht, warum das System so schlecht gemacht ist, dass man beim Disconnect einfach keine Punkte verliert, das wäre so viel besser, kann man einfach nicht nachvollziehen. Dass ich jetzt hier dann doch weniger Punkte bekommen habe, ist nicht die Schuld der Disconnector, das ist klar, das ist einfach, weil mein Team
nicht ganz so gut mithalten kann. Habe ich ja schon öfters gesagt, dass ich je nachdem dann schon mal weggelackt werde und mit Good Stuff, so wie es die Top 10 wahrscheinlich alle gespielt haben, ist man dann wahrscheinlich einfach besser dran und ja, mal sehen, was die nächsten Turniere so bringen. Spaß gemacht hat es auf jeden Fall. Die Kämpfe waren alle ziemlich spaßig. Und ich denke, das ist das Wichtigste. Ich habe auch einiges gelernt in dem Turnier. Und die Bewertung am Ende ist dann doch eher zweitrangig. Hier gibt es ja sowieso keine Preise oder sonst irgendwas. Von daher kann einem die Bewertung am Ende auch ziemlich egal sein. Spaß gemacht hat es auf jeden Fall. Ja, das war dann wohl mein kleiner Rückblick zu diesem Turnier. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.